Leute, nachdem wir schon unseren Bus gekauft haben, zeigen wir ihn euch natürlich auch von innen. Let's go shopping. Das wird ein Disco-Fan. Es steht ein spannender Ausflug auf dem Programmplan. Ich bin ein Einhorn. Du reibst schon deinen Bauch. Hast du Bock auf Hot Dogs? Oh, nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh. Und heute ist der allerbeste Tag. Das nehmen wir nicht. Viel Spaß bei der Pimp My Van Folge. Kommt mal mit durch den Vorhang und dann zeigen wir euch alles. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und welcome zu einer neuen Episode von Pimp My Van. Das gibt mir einfach so ein Flashback zurück nach Australien. Da haben wir das auch alles gemacht und es hat so viel Spaß gemacht. Und heute ist der allerbeste Tag, denn wir werden zu IKEA fahren und wir werden shoppen gehen. Wir werden euch erstmal den Bus zeigen können. Das ist das Wichtigste. Sorry, ich bin schon mit meinen Gedanken, bin ich schon in der Zukunft. Und es gibt Hot Dogs und darauf freue ich mich auch sehr. Und das wird Hot Dogs und die Vögel, die geiern schon direkt, ne? Wirklich. Man sagt einmal Hot Dogs. Siehst du? Oha, krass. Ich glaube, die haben echt voll Bock auf Hot Dogs. Heute wird es sehr spannend. Ich glaube, diese Folge wird etwas länger gehen. Ich werde hier angegriffen. Warum starten wir das Video auch unter so einem Baum, Alter? Okay, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt erstmal in den Van. Vorne habt ihr ja eh schon gesehen. Also im Fahrerraum könnt ihr schon mal gleich reingucken. Und dann fahren wir jetzt erstmal to IKEA. Ich habe mich heute auch top vorbereitet. Einmal hier Roadtrip, Alter, und dann hier IKEA. Ich habe mich auch vorbereitet, warte. Damit wir natürlich auch ganz viel kaufen können, habe ich extra mein Shopping Bag mit dabei. Das bedeutet, wir können alles hier reintun und alles super gut transportieren. Let's go shopping! Das Video, wo wir den Van gekauft haben, ist ja für uns schon 3 oder 4 Wochen her. Auf jeden Fall habe ich damals gesagt, dass die Lautsprecher im Ort völlig kaputt waren. Und wir haben uns neue schon bestellt und ich habe die schon eingebaut, aber das ist jetzt auch schon 3 Wochen her. Wir blenden euch das einmal kurz ein, wie ich die eingebaut habe. Ich habe die Boxen hier dran bekommen und jetzt muss ich dieses Kabel hier abschneiden. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Wenn ich es jetzt nicht wieder richtig hinbekomme, dann können wir gar keine Musik mehr hören. Ich bin fertig, alles ist verbaut. Ich zeige es euch einmal. Scheiß auf einen Akrobat, ich nehme einen Asiat. Dazu die toll gefüllten, fett frittierten Frühlingsrollen. Scheiß auf eine Cola Light, das Training keine Zeit, kein Brokkoli. Red Cups! Jetzt ist auch der Sound bombastisch und wir können Fat Party machen. Das wird ein Disco-Van. Oh, wir haben richtig viel vor. Siehst du dieses Schild da hinten? Dieses Schild bedeutet, wir sind bald keine Schildkröten mehr. Es entwickelt sich so ein krasser, doller Pickel an meiner Stirn. Mein Körper will einfach schon IKEA näher kommen, weißt du? Deswegen bildet sich da so ein Horn gerade. Eine halbe Stunde später. Wir sind angekommen, wirklich, wenn man hier durch Berlin durch die Stadt fährt, dann ist es einmal direkt, du reibst schon deinen Bauch, hast du Bock auf Hot Dogs? Nein. Es ist immer eine kleine Abenteuerreise, denn der Verkehr ist sehr crazy, aber Maurice macht das immer sehr gut. Jetzt kommt gleich der große Moment. Bevor wir euch aber zeigen, wie der Van von innen aussieht, solltet ihr erstmal den Channel abonnieren, falls ihr das natürlich noch nicht gemacht habt, denn dann seid ihr in der coolsten Crew der Welt. Jetzt, ja, öffnen wir gemeinsam diese Tür. Geht nicht mehr auf die Tür. Spaß! Also, das ist der Innenraum. Wir haben, ja, Leute, wir pimpen das Ganze ja noch. Kommt mal hinein in die gute Stube. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, das Ding ist, man kann sich nicht richtig hinstellen. Ja, man kriegt halt einen kleinen Genickbruch. Ich brech dir dein Genick. Aber ist chillig. Also, wir haben sogar Licht, Leute. Das ist wirklich richtig Luxury. Wir haben sogar Licht. Ja, normal haben wir Licht. Ja, wir haben Licht. Es ist auf jeden Fall viel kleiner als in Australien, oder? Nö. Mir kommt es irgendwie so vor. Es ist breiter. Es ist breiter, aber auch voll breit unterwegs immer. Auf jeden Fall ist das hier alles verbaut worden. Es wurde isoliert. Dies, das, Wärmeisolation. Wir haben sogar ein Waschbecken. Das kann man hier so... Das geht nicht so gut raus. Man kann das eigentlich rausmachen und dann kann man hier sogar das Wasser anmachen. Das mache ich jetzt mal nicht, oder? Sonst haben wir hier richtig tolle Einbauschränke. Und was natürlich gar nicht fehlen darf, wir haben schon ein Regenbogenglas hier. Und Maurice hat so ein Pastellglas. Und was richtig cool ist, man kann diese Platte hier so rausschieben. Und dann können wir hier so Videos schneiden und arbeiten und so voll unser Office machen. Kommen wir zum Bett. Das ist sehr wichtig und das ist so soft. Oh mein Gott, es ist einfach super soft. Auf jeden Fall bequemer als in Australien. So, kann man oh dann Gott. Auch noch hier ausziehen und das, dann ja. Können wir das noch umklappen und dann haben wir hier ein komplettes Bett. Genau, das kann, dann können wir hier zusammen schlafen. Genau, hier ist unsere Toilette. Da machen wir dann unsere Geschäfte drin. Das ist unsere Minibar oder Kühlschrank auch eher genannt. Das ist hier mit Scharnieren. Dann kann man das Ganze hier rausschieben. Alles sehr gut durchdacht. Auch sowas kommt nur Genies. Und das ist halt einfach ein Kühlschrank. Der ist wirklich sehr, sehr kühl, weil Eis darf nicht fehlen, ne? Was auch schlau ist, damit niemand hier reingucken kann, währenddessen wir unsere Geschäfte machen. Spaß. Gibt es hier diesen Vorhang, den kann man immer auf und zuschieben. Das ist sehr entspannt. Dann haben wir hier natürlich auch noch einen Mülleimer, damit Maurice auch einen Schlafplatz hat, ne? Die Schubladen sind sogar mit Magneten festgemacht. Das bedeutet, die können beim Fahren nicht einfach auffliegen. Das war die Innenseite unseres Vans und jetzt werden wir sie verschönern. Schließ ab und ab geht's. Ich habe eben gerade nur was aus dem Keller geholt. Willkommen in meiner Küche und willkommen zur Kochshow. Ey, wollen wir uns eine Herdplatte holen? Ja, das haben wir wirklich noch nicht. Das wäre eigentlich chillig, weil ich will unbedingt mal kochen. Jetzt müssen wir erstmal über was Wichtiges reden. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Denn das nächste Thema wird
heiß. Und zwar brauchen wir einen Namen für den Van. Und wir haben überlegt, entweder wir nehmen, und jetzt müsst ihr gut eure Ohren spitzen und es dahinter schreiben, entweder wir nehmen den Namen Vanna-Meller oder Caravanna. Ihr müsst es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben und je nachdem bestimmen wir das dann, wie unser Vanny heißt. Wie findest du eigentlich meine neue Frisur? Du könntest auch hier ein perfektes Waschbecken zum Haare waschen. Das ist genauso wie beim Friseur hier. Richtig chillig. Wow, hier hat Ikea hat viel zu bieten. Ich habe gemerkt, dass nicht so viel in diese kleine Tasche passt, aber ich glaube, diese Tasche ist wirklich dafür gemacht, um dort ganz viele Bleistifte reinzutun. Ich wollte mir da, ey, wir müssen da unbedingt irgendwann mal ein Floß bauen, da wirklich, oh Scheiße. Ja, das ist eine tolle Idee. Wieso? Ist es wirklich, oder? Nein. Stell dir vor, wir fahren übers Worldwide Meer auf unserem Sprachenlernen Bubble. Ikea-Floß, Alter, das wäre so heftig. Das ist, glaube ich, genug. Oh, ich freue mich echt schon doll auf den Hotdog, würde ich auch. Hey, das ist der Grund, warum ich dieses Ganze hier mache, okay? Wir haben uns auch gerade schon ein Farbschema überlegt. Das Farbkonzept, ja, wir sind richtige Innenarchitekten geworden, ist diese Farbe. Nein, du hast gesagt Mintgrün. Das ist Mintgrün. Das ist Blau. Das ist farbenblind? Hä, das ist das ist doch nicht. Wo ist das Grün? Das ist Grün, Kim. Nee, das ist nicht auf gar keinen Fall. Wir nehmen das diese ist Babyblau. Farbe. Babyblau. Wir nehmen die Farbe. Aber das ist nicht Mintgrün, das ist Babyblau. Wir nehmen halt diese Maskenfarbe von diesen Ärzten. Diese Farbe hast du eben gesagt. Ja, okay, dann nehmen wir das Ding wenigstens mit, damit wir überhaupt was in nein, der Farbe nein, haben. Was sollen wir denn Hallo, damit? Hallo, Maurice, wir brauchen das. Übrigens, ey, wirklich, ne, bei Ikea ist es immer so, ich finde alles so richtig toll, ne, und Maurice antwortet einfach nur mit okay, cool. Weißt du, ich möchte eine Szene mal haben, wo du dich so richtig mit mir freust, weißt du, wo ich so sage, oh mein Gott, guck mal, das ist, glaube ich, so viel Honig und dann machst ey, du so mit. Ist Kim, da film ich mal. Wisst ihr, wie Kim durch Ikea geht? So. Und deswegen bin ich halt nicht so begeistert. Kim macht so, wow, eine Kanne, wow, noch eine Kanne, wow, hier ist ein Glas, wow, so eine andere Kanne mit Glas. Ja, guck mal hier, so ein Honigding. Kannst du bitte einmal... ist nicht mal Honig. Aber das sieht so cool aus. Kannst du einmal bitte mitmachen? Okay, los. Also, guck mal. Wow, ein cooles Honigding, obwohl wir nie Honig essen. Nein, super. Du musst sagen, warte, ich stelle mir das so vor, dass du auch sagst, dass wir das kaufen. Oh Mann, das ist echt cool. Die haben wir zu Hause. Wir suchen gerade nach Schalen, aber es wäre gut, wenn die nicht kaputt gehen. Und wir haben gerade perfekt in unserem Farbschema diese Schalen gefunden. Let's take this. Oh, Alter, man kann das auch 2 in 1 direkt benutzen. Chillig. Ich bin ein Einhorn, ich bin ein Einhorn. Das nehmen wir nicht, Kim. Was? Das nehmen wir nicht. Aber es ist ultra flauschig. Und was brauchen wir noch? Ja, noch ein bisschen, aber wir haben schon ganz schön viel. Aber das sieht, ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Ey, ich könnte direkt einschlafen, ne? Wirklich. Oh mein Gott, es ist so kuschelig. Ey, Leute, wir brauchen unbedingt noch Stoff und... Schnaps. Richtig, das ist die Devise. Wir wollen nämlich noch einen Vorhang selber machen. Und wir glauben, dass das ganz cool aussehen würde. So ein bisschen Hawaiian, ein bisschen diese Jungle Fever. Maurice macht seine Haare auf und ist Tarzan. Und das passt auch zu den anderen Blumen. Oh mein Gott, Leute, wir sind endlich durch. Ey, wirklich, ich liebe Ikea, aber es war auch echt anstrengend. Ey, wir waren auch unnormal lange drin, ne? Wir waren wirklich, boah, ich suche schon wieder Empfang. Hat über 2 Stunden, glaube ich. Alter, und wir haben gefühlt gar nicht mal so viel. Ich habe im Internet auch noch Sachen bestellt, die den Van richtig geil machen werden. Ich sag schon Disco-Kugel. Wir werden das jetzt ganz expressi, ganz schnell bezahlen. Und mein Magen sagt schon die ganze Zeit, Kim, beeil dich, geh zu den Hot Dogs. Okay, was schätzt du? Der Verlierer muss Hot Dogs ausgeben. Ich schätze 150. Du? 200. Oha, okay, jetzt bin ich gespannt. Let's go. Tja, da war ich nah dran. 224. Nicer. Aber dafür musst du jetzt bezahlen, weil du warst nein. Richtig. Oh mein Gott, warum ist das alles so teuer? Oh mein Gott, wir haben so lange gewartet, es ist auch schon komplett dunkel. Es ist schwarz, der Himmel ist schwarz, Alter. Aber wir haben Gott sei Dank eine richtig tolle Belohnung. Und es gibt einfach auch Veggie-Hotdogs. Die kosten nur 50 Cent. Ich finde das richtig gut von Ikea, dass sie, da ist Rotkohl drauf, dass sie das Vegetarische günstiger machen als das mit Fleisch, weil dann ist man eher, weißt du, verführt dazu, das zu kaufen. Halt, stopp. Wir haben noch neue Rubriken, Leute, so wie in Australien. Das haben wir euch noch nicht gesagt. Ich finde, es ist Zeit für eine Runde. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Nein. Doch, immer wenn oh das nein, jetzt kommt. Nein, ich hab da keinen Bock drauf. Wird dein Essen ganz scharf. Nee, ach Mann, Maurice, warte mal. Muss das jetzt wirklich sein? Mhm. Können wir diese Rubrik bitte wieder rauslöschen? Mhm. Ey, Maurice, nicht so viel. Oha, du scheißt rein. Ja, okay, ich kann es jetzt noch voll essen. Guten Appetit. Hast du dich auf deinen Hotdog gefreut? Hey, das ist der Grund, warum ich das Ganze hier mache, okay? Ich hatte mich gefreut, aber danke. Ey, es ist arschscharf jetzt bestimmt, Maurice. Das passt doch gut auf. Ich hasse Tabasco. Dieser falsche Geschmack ist auch so ekel. Mir schmeckt gar nicht. Danke. Hä? Beiß doch noch mal ins Brot, dann ist es nicht so scharf. Irgendwie schmeckt. Auch nicht so scharf. Schmeckt, ne? Ich sag doch, es schmeckt. Oh, mir schmeckt. Ja, genau. Ich finde die Rubrik gut. Ich auch nicht. So, die Sachen kommen jetzt rein. Da müssen wir noch ein bisschen was zu Hause holen. Wir haben auch noch nicht alles bekommen. Was haben aber wir noch nicht bekommen? Pflanzen wollten leckeren wir noch haben. Hotdog haben wir noch. Habe ich gerade Leckerin gesagt? Leckeres Hotdog. Ich hä? Bin schon so wie du. Das heißt der Hotdog. Nein!
rein. Oh mein Gott, ich Opfer. Wir sind hier und es ist gerade noch sehr unordentlich. Wir haben jetzt gerade mal alle Sachen geholt und hier reingetan, die wir jetzt gekauft haben. Einmal bitte Licht aus, Trommelwirbel an und 3, 2, 1, Party! Ja, so ist es nämlich. Die Clubs haben nicht geöffnet, aber dieser Partyman hat geöffnet. Kommt alle rein, nur mit Maske und 1,50 Abstand hier. Also Kim kauft ja immer viel unnötigen Scheiß, aber das hier ist geil. Das ist so ein Staubsauger. Und damit habe ich gerade diese Schubladen hier ausgesaugt, weil die ganz schön dreckig waren. Ja, ein Mini-Staubsauger, wie geil ist das denn? Sehr praktisch. Damit kann man den ganzen Van saugen, wirklich. Und today, okay, man sieht gar nicht, oh mein Gott, oh, Caramella, es war eigentlich eben noch Caramella Crew, aber sieht chillig aus. So Leute, wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden oder so, ne, da rein investiert, den Van zu pimpen und wir zeigen euch jetzt das fertige Endergebnis. Ich würde sagen, ihr kommt mal mit durch den Vorhang und dann zeigen wir euch alles. Sieht's aus, wenn das Bett ausgezogen ist, also passt hier perfekt. Wer zieht hier aus? Wir ziehen hier ein in den Van. Oh mein Gott, das ist so unglaublich gemütlich, oder? Wow. Ich würde sagen, wir erklären mal. Also wir werden diese Dinger hier, die sind ja noch so dunkelblau, die werden wir noch in diese Farbe hier umändern, damit das alles zu unserem Farbkonzept passt. Wow. Also ich finde es richtig, richtig gemütlich und ich liebe diesen Kometen da hinten, weil The Universe und so, ich kann es kaum erwarten, die erste Nacht hier drin zu verbringen. Ne? Wirklich, ich habe so Bock, hier drin zu kuscheln. Ja, da wirst du morgen viel zu tun haben, denn wir verbringen morgen 24 Stunden hier im Bus. Also. Okay, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil so lange haben wir noch nicht hier drin verbracht. Ich bin gespannt. Okay, das kriegen wir schon hin. Können wir noch einmal das Licht ausmachen? Um es richtig zu viel. Oh, warte, ich muss jetzt wirklich mal versuchen, wie es ist, mich hinzulegen und. Oh mein Gott, es ist so bequem. Auf welcher Seite schläfst du? Auf welcher Seite schlafe ich? Ich schlafe außen, weil ich öfter auf Toilette muss als du. Ich muss gerade auch ganz doll. Aber du kannst ja auch manchmal den Kühlschrank machen. Schreib auf jeden Fall noch in die Kommentare, wie wir den Van nennen sollen, wie wir ihn taufen sollen. Wir taufen ihn mit Champagner, würde ich sagen. Der für 2 Euro bei Netto. Und wenn du schon dabei bist, dann würde uns mal interessieren, wie du den Bus findest im Vergleich zu dem in Australien. Also ist es auf jeden Fall ganz anders, aber ich finde, ja egal. Ich lasse eure Meinung frei entfalten. Abonniert auf jeden Fall den Channel, damit wir die Reise zusammen machen können. Und ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaltet ein. 24 Stunden im Van, das wird was. Und in der nächsten Folge. Wir werden heute 24 Stunden lang im Bus verbringen. Let's go to the bus. Du hast dir wieder keine Gedanken gemacht, wie du pinkeln gehst, ne? Scheiße, hast du trinken. Ey, was? Wie teuer ist das? Ich wollte gerne 2 Pizzen bestellen. Oh, Maurice, mach diese Spinne da weg. Oh, los!